Der Hafen von Seebrügge, ein bedeutendes Logistik- und Handelszentrum Europas, hat eine faszinierende Geschichte, die eng mit der Stadt Brügge und ihrer Entwicklung verbunden ist. Heute möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über die Entstehung und die geschichtliche Entwicklung dieses Hafens geben. Die Stadt Brügge war im Mittelalter ein bedeutendes Handelszentrum. Doch schon damals kämpfte die Stadt mit einem Problem. Die Wasserwege und der Zugang zur Nordsee versandeten regelmäßig. Um die Verbindung zur Nordsee zu sichern, wurden Kanäle und Wasserwege ausgebaut. Der Hafen von Brügge blühte auf, verlor jedoch ab dem 15. Jahrhundert an Bedeutung, da die Versandung zunahm und andere Häfen wie Antwerpen attraktiver wurden. Die Entstehung von Seebrügge im 19. Jahrhundert. Die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert und der Aufstieg des internationalen Handels führten zu neuen Anforderungen. 1895 begann die belgische Regierung mit dem Bau eines modernen Hafens in Seebrügge, um Brügge wieder mit der Nordsee zu verbinden. 1907 wurde der Hafen offiziell eröffnet. Ein neuer Kanal verband Seebrügge direkt mit Brügge, was den Namen Seebrügge, Brügge am Meer erklärt. Während der beiden Weltkriege war der Hafen von strategischer Bedeutung. Im Ersten Weltkrieg nutzten die Deutschen den Hafen als U-Boot-Basis. 1918 erfolgte ein berühmter britischer Angriff auf die Hafenanlagen. Im Zweiten Weltkrieg wurde Seebrügge erneut von deutschen Truppen besetzt und später von den Alliierten befreit. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Hafen kontinuierlich ausgebaut. In den 1970er Jahren entstanden große Containerterminals, die Seebrügge zu einem wichtigen Umschlagsplatz für den internationalen Güterverkehr machten. Seebrügge wurde zudem ein führender Hafen für Automobiltransporte und Flüssiggas LNG. Heute ist der Hafen von Seebrügge einer der modernsten Häfen Europas. Mit seiner starken Ausrichtung auf Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Logistik bleibt er ein zentraler Motor für die belgische Wirtschaft. Nach dem Anlanden im Hafen von Seebrügge darf ich nach Freigabe durch die Seebehörden das Schiff über eine Gangway verlassen, um meine Tour in den historischen Stadtteil von Brügge zu beginnen. Ich freue mich, Ihnen heute die Geschichte, Entstehung und den Bau des historischen Stadtteils von Brügge näher zu bringen. Brügge, bekannt als das Venedig des Nordens, ist ein herausragendes Beispiel für eine mittelalterliche Stadt, die über die Jahrhunderte hinweg ihren Charakter bewahren konnte.
Die Kombination aus Geschichte, Architektur und urbaner Struktur macht diesen Stadtteil einzigartig. Lassen Sie uns nun tief in die Entwicklung von Brügge eintauchen. Bereits zur Römerzeit, etwa im 1. Jahrhundert nach Christus, war das Gebiet um Brügge besiedelt. Es diente als Handelsplatz und Verteidigungsstützpunkt in der Provinz Gallia Belgica. Der Name Brügge leitet sich vermutlich vom altnordischen Brüggia, Landungsplatz, Hafen, oder vom germanischen Brugio, Brücke, ab. Dies deutet auf die Bedeutung von Wasserwegen und Handelsplätzen hin. Im 9. Jahrhundert errichtete Graf Balduin I. von Flandern, auch bekannt als Balduin Eisenarm, eine Burg an der Reihe, um sich vor Wikingerangriffen zu schützen. Diese Befestigung markierte den Beginn der städtischen Entwicklung Brügges. Handelswege über die Nordsee und ins Landesinnere etablierten Brügge als zentralen Knotenpunkt in Flandern. Dank der Verbindung zur Nordsee über den Zwün wurde Brügge ab dem 11. Jahrhundert zu einem Zentrum für den internationalen Handel. Die Wasserstraßen der Reihe wurden zu einem Grachtensystem ausgebaut, das sowohl den Warentransport als auch die Stadtentwässerung erleichterte. Die städtische Struktur entwickelte sich entlang der Reihe. Der Marktplatz wurde zum wirtschaftlichen Mittelpunkt, umgeben von Werkstätten, Lagern und Wohnhäusern. Wurde eine führende Handelsstadt Europas. Kaufleute aus Italien, Spanien, Frankreich, England und den skandinavischen Ländern siedelten sich hier an. Die Stadt war bekannt für ihren Tuchhandel. Flämische Tuchwaren wurden in ganz Europa geschätzt. 1241 wurde der Belfried errichtet, ein Symbol für die Macht und Unabhängigkeit der Stadt. Der dazugehörige Marktplatz wurde zum Dreh- und Angelpunkt des Handels. Brügge trat der Hanse bei und wurde ein wichtiger Knotenpunkt im Netzwerk dieses mächtigen Handelsbundes. Internationale Banken und Finanzhäuser etablierten sich. Die Börse von Brügge gilt als eine der ersten ihrer Art in Europa. Thank you.
Bereits im 12. Jahrhundert wurde Brügge mit einer Stadtmauer und mächtigen Toren befestigt. Diese Infrastruktur schützte die Stadt vor Angriffen und kontrollierte den Warenverkehr. Die Stadttore wie das Cruisport und das Smedenport sind heute noch gut erhalten und zeugen von der Wehrhaftigkeit dieser Stadt. Brügge verdankt seinen Beinamen Venedig des Nordens seinen ausgedehnten Netz von Kanälen. Diese wurden systematisch angelegt, um den Handel zu erleichtern. Die vielen Brücken der Stadt, darunter die berühmte Bonifatiusbrücke, sind nicht nur praktisch, sondern auch architektonisch beeindruckend. Ab dem 15. Jahrhundert begann der wirtschaftliche Abstieg. Der Hauptgrund war die Versandung des Flusses Zwin, wodurch der Zugang zur Nordsee blockiert wurde. Die großen Handelsrouten verlagerten sich und Städte wie Antwerpen übernahmen die Rolle Brügges als Handelszentrum. Viele Kaufleute verließen die Stadt und die wirtschaftliche Attraktivität nahm ab. Der Niedergang führte jedoch dazu, dass die mittelalterliche Architektur weitgehend unangetastet blieb, da es kaum Umbauten oder Modernisierungen gab. Im 19. Jahrhundert führte die Romantik zu einer Wiederentdeckung Brügges. Künstler, Schriftsteller und Reisende waren fasziniert von der unberührten mittelalterlichen Atmosphäre der Stadt. George Rodenbachs Roman Rux la Mort 1892 machte die Stadt international bekannt. Der historische Stadtteil wurde zunehmend zu einem Ziel für Reisende aus ganz Europa. Erste Restaurierungsarbeiten wurden durchgeführt, um die historische Substanz zu bewahren. 2000 wurde der historische Stadtkern von Brügge in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Die Anerkennung betonte die außergewöhnliche Erhaltung des mittelalterlichen Charakters und die Bedeutung Brügges als Kulturerbe. Der zunehmende Tourismus bringt wirtschaftliche Vorteile, aber auch Herausforderungen mit sich. Etwa Überlastung und Erhaltung der historischen Gebäude. Die Stadt setzt auf nachhaltigen Tourismus und Digitalisierung, um den historischen Stadtteil zu schützen und zugleich modern zu bleiben. Thank you.
Die Geschichte des historischen Stadtteils von Brügge ist ein faszinierendes Beispiel für den Wandel und die Beständigkeit einer Stadt. Von einer florierenden Handelsmetropole über Jahrhunderte des Niedergangs bis hin zur Wiederentdeckung als kulturelles und touristisches Juwel zeigt Brügge, wie wichtig der Erhalt von Geschichte ist. Die Balance zwischen Bewahrung und Modernisierung ist eine Herausforderung, die Brügge bisher vorbildlich meistert. Grachten und Brücken. Eine Bootsfahrt durch die Grachten gehört zu den Highlights eines Besuchs in Brügge. Burgplatz. Hier befinden sich die Stadthalle und die Heilig-Blut-Basilika. Bedeutende Sehenswürdigkeiten im historischen Stadtteil. Marktplatz und Belfried, das Herzstück der Stadt mit beeindruckender Architektur und Blick über Brügge. Thank you.
Jungfrauenkirche, ein Wahrzeichen mit Michelangelos Skulptur. Nach so viel an geschichtlicher Information, die wir auf unserer Tour bekommen haben, durfte natürlich eine Pause im Bistro Marie um eine leckere belgische Waffel mit köstlichem Kaffee nicht fehlen. Die Frauenkirche in Brügge ist eines der beeindruckendsten Bauwerke der Stadt und ein bedeutendes Symbol für die flämische Gotik. Diese Kirche beeindruckt nicht nur durch ihre Architektur, sondern auch durch ihre bewegte Geschichte und ihre bemerkenswerte Kunstsammlung. Die Liebfrauenkirche auf Flämisch Onze Lieve Vrouwe Kerk wurde ab dem frühen 13. Jahrhundert erbaut. Sie ersetzte eine frühere Kapelle, die sich bereits an diesem Standort befand. Der Bau dauerte über 200 Jahre, was an den unterschiedlichen architektonischen Stilen sichtbar ist. Sie wurde im Stil der flämischen Gotik errichtet, einer regionalen Variante der Hochgotik, die für ihre detaillierten Steinmetzarbeiten und eleganten Formen bekannt ist. Der Turm der Liebfrauenkirche ist mit 115 Metern der höchste Backsteinturm Europas und ein Wahrzeichen von Brügge. Das Kircheninnere zeichnet sich durch seine hohe lichtdurchflutete Architektur aus, die das himmlische Ideal der Gotik widerspiegelt. Seit ihrer Fertigstellung diente die Liebfrauenkirche als ein bedeutendes religiöses Zentrum Brügges. Sie war eng mit der Geschichte der Stadt und den einflussreichen Handelsfamilien verbunden. Wohlhabende Bürger und Adelsfamilien ließen hier Grabkapellen errichten und die Kirche mit Kunstwerken ausstatten. Besonders berühmt ist die Kirche für die Grabstätte von Maria von Burgund und ihrem Vater Karl dem Kühnen, die sich im Chorraum befinden. Diese Grabmäler sind Meisterwerke der gotischen Kunst und erinnern an die enge Verbindung Brügges zum Herzogtum Burgund. Während der Reformation und der Französischen Revolution erlitten die Kirchen Schäden. Viele Kunstwerke wurden entfernt oder zerstört, doch die bedeutendsten Stücke blieben erhalten. Das berühmteste Kunstwerk der Liebfrauenkirche ist die Skulptur Madonna mit Kind von Michelangelo. Dieses Meisterwerk aus weißem Carrara-Marmor ist eines der wenigen Werke des italienischen Künstlers, das zu seinen Lebzeiten aus Italien exportiert wurde. Es wurde 1504 von einer wohlhabenden Brügger Kaufmannsfamilie erworben und der Kirche gestiftet. Die Liebfrauenkirche beherbergt auch eine umfangreiche Sammlung flämischer Kunstwerke, darunter Altäre, Gemälde und Statuen, die das religiöse Leben in Brügge über die Jahrhunderte hinweg dokumentieren. Neben den königlichen Gräbern sind die kunstvollen Epitaphe und Kapellen hervorzuheben. Der Kirchenschatz umfasst liturgische Gefäße, Textilien und Reliquien, die einen Einblick in das spirituelle Leben der damaligen Zeit wiedergeben.
Ein sehr langer, schöner und geschichtlicher Tag in Brügge geht für mich nun zu Ende. Unser Rückweg zu unserem Bus aus der historischen Altstadt von Brügge geht entlang des Mini-Waterparks. Der Mini-Waterpark ist einer der malerischsten Orte in Brügge und zieht Besucher mit seiner romantischen Atmosphäre, üppigen Natur und historischen Bedeutungen in seinen Bann. Oft wird der Park als Liebespark bezeichnet, was ihm ein Hauch von Poesie verleiht. Hier sind die wichtigsten Aspekte des Mini-Waterparks. Der Mini-Waterpark liegt am südlichen Rand der historischen Altstadt von Brügge, direkt an der ehemaligen Stadtbefestigung. Im Zentrum des Parks befindet sich der Mini-Watersee, ein langgestrecktes, ruhiges Gewässer, das von Bäumen und Wiesen umgeben ist. Die idyllischen Spaziergänge, die alten Brücken und die kleinen Pavillons machen den Park zu einem beliebten Ort für Erholung und Entspannung. Der Name Mini-Water wird oft als Wasser der Liebe übersetzt. Diese romantische Interpretation hat den See und den Park zu einem Symbol für Liebe und Zweisamkeit gemacht. Hier endet nun unsere Tour durch das historische Brügge und wir müssen zurück zum Schiff in den Hafen nach Seebrügge fahren. Nach einem spannenden Landausflug in Seebrügge oder der Umgebung steht nun der Check-in und die Rückkehr zum Schiff auf die Aida Prima an. Dieser Vorgang ist gut organisiert und sorgt dafür, dass die Gäste rechtzeitig und sicher an Bord gelangen. Gäste wie ich, die an organisierten Aida-Ausflügen teilnehmen, werden in der Regel mit Aida-Shuttlebussen direkt zurück zum Hafen gebracht. Diese Busse halten nahe am Terminal und sind klar gekennzeichnet. Nach der Ankunft im Hafen durchlaufe ich die Sicherheitskontrolle. Hier werden Handgepäck und persönliche Gegenstände gescannt. Die Bordkarte wird überprüft, um sicherzustellen, dass alle Gäste zum Schiff zurückkehren. Am Terminal oder direkt an der Gangway wird meine Bordkarte erneut gescannt, um die Rückkehr zu registrieren. Die Gäste gehen über die Gangway an Bord, wo sie von der Crew empfangen werden. Nach dem Check-in gehe ich auf meine Kabine, um dort meine Sachen vom Ausflug abzulegen und die letzten Minuten auf dem Außendeck zu verbringen, bevor das Schiff in Seebrügge abliegt. Das Außendeck der Aida Prima haben wir erreicht, während wir den Hafen von Seebrügge langsam verlassen und Kurs auf unser nächstes Ziel nehmen. Le Havre in Frankreich. Lassen Sie uns gemeinsam den Moment genießen, wenn das Schiff sich langsam aus dem Hafen löst,
die Dämmerung einsetzt und die Reise weitergeht. Ein bedeutender Hafen, Seebrügge, ein moderner Umschlagsplatz und einer der größten Häfen Europas, verbindet Tradition und Moderne. Hier treffen historische Handelswege auf das geschäftige Treiben der heutigen Seefahrt. Während wir die Hafenmole passieren, kann ich die große Bedeutung dieser Wasserwege erahnen. Frachtschiffe, Fähren und Fischerboote prägen die Szenerie und das leise Rauschen der Wellen kündigt die offene See an. Ein Spiel von Licht und Schatten. Obwohl der Himmel heute von Wolken bedeckt ist, schafft der Sonnenuntergang eine mystische Atmosphäre. Die untergehende Sonne bricht durch die Wolkendecke und taucht die See in dramatische Gelb- und Rottöne, während graue Schatten über das Wasser gleiten. Ein magischer Moment, die Reflexionen auf der Wasseroberfläche kombiniert mit der frischen Meeresluft, laden dazu ein, innezuhalten und die Schönheit der Natur zu genießen. Es ist ein eindrucksvoller Kontrast, der die Stärke und Sanftheit der See gleichzeitig zeigt. Unser Weg führt uns durch die Gewässer des Ärmelkanals, einem der meistbefahrenen Seewege der Welt. Während der Nacht gleiten wir an der Küste vorbei und werden morgen früh die Normandie erreichen. Le Havre, unser nächstes Ziel. Die Stadt Le Havre, ein UNESCO-Weltkulturerbe, erwartet uns mit moderner Architektur, beeindruckender Kultur und einer faszinierenden Geschichte als wichtiger französischer Hafen. Also bis bald, aus Le Havre, euer Dirk. Thank you.